an jedem Hügel verbirgt sich eine tolle Lage, ein spannender Wein. Ich reise um den Erdkugel wegen dem Wein, aber ich kehre immer zurück zu Deutschland. Trink, was dir Spaß macht und nicht, was andere sagen, was dir schmecken soll. Wenn man es schafft, im Most schon die Herkunft von einem Wein zu schmecken, dann hat man es geschafft. Ich will ja, dass es packt. Also Wein muss Gänsehaut erzeugen. Das Schicksal eines jeden Weines besteht darin, dass er getrunken wird. Das ist eine unendliche Faszination, weil die Möglichkeiten von diesen Weinen unbegrenzt sind. So, hallo und herzlich willkommen zur virtuellen Weintour. Ich glaube, wir sind alle online. Mein Name ist Thomas Kurzius. Ich bin heute einer eurer beiden Gastgeber. Ich bin Master of Wein, unterrichte Wein, bin Consultant, viel auf Weinverkostungen unterwegs und ich freue mich jedes Mal, wenn ich solche Dinge tun kann wie heute Abend, nämlich gemeinsam mit lieben Menschen Wein verkosten. Und ich finde es total spannend, wenn ich in den Chat reinschaue und schaue, aus wie vielen Regionen Deutschland sich die Leute zugeschaltet haben. Und aus einer Region, in der ich auch gerne unterwegs bin, Berlin, da ist mein Co-Host, wie man auf modern noch heute Hochdeutsch sagt, Christoph Friedrich. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist und dass wir, glaube ich, jetzt eine ganz entspannte Stunde wieder zusammen haben. Lieber Thomas, toll, dass wir mittlerweile, es ist jetzt die vierte Auflage der virtuellen Weintour, super cool, Freitag, Primetime, Freitagabend, nach einem sonnigen Tag in ganz Deutschland, glaube ich, also vielleicht bestätigt ihr mir das, in Berlin jedenfalls, und da sende ich her, ist es ein toller Tag gewesen, schweinekalt, wenn man so sagen darf, aber wunderschönes, sonniges Wetter. Wir haben ein tolles Thema vor uns, weiß sind alle meine Reben, und das ist doch super. Ja, also ihr Lieben, Christoph Friedrich ist mein Name. Ich bin ein kleines, altes, wie auch immer, Gastrokind, Restaurantfach geprägt, Sommelier, obendrauf gesattelt, als solcher ein bisschen gearbeitet, bin viel rumgekommen, habe für Weingüter gearbeitet, in der Pfalz, an der Nahe, hin und her. Und mittlerweile darf ich einen kleinen, tollen Weinladen in Berlin machen, ganz, ganz alleine und mit viel Freude. Und ja, und heute bin ich euer Spielmacher, euer Fun-Faktor. Wichtig ist nachher, wir quatschen natürlich ein bisschen über die Weine, wir erzählen euch ein bisschen was drüber, wir stellen euch die Winzer vor, die übrigens natürlich auch mit im Chat da sind. Vielen Dank dafür. Und euer Handy, das ist auch gar nicht so unwichtig heute, das ist dann mein Part, später mehr dazu. Haltet euch das Handy also durchaus mal in der Nähe, eure Gläser natürlich auch. Und ja, Thomas, du erklärst noch schnell ein bisschen was über die Do's und Don'ts der heutigen Verkostung, wie es ein Erlebnis werden kann. Und ich freue mich jedenfalls, es ist bereitet und ich wünsche euch uns allen und euch vor allen Dingen natürlich euch Zuschauern einen ganz tollen Abend. Ja, ich rede natürlich immer lieber über Do's als über die Don'ts, weil eigentlich haben wir ja auch nur Do's. Also was haben wir zu tun? Wir haben vier Weine und ihr hoffentlich auch alle vor euch. Die werden wir jetzt im Rahmen der nächsten Stunde werden wir die verkosten. Da gibt es für euch zwei Möglichkeiten generell. Also zum einen natürlich für die, die jetzt in kleiner Runde zusammen sind, die kleinen Fläschchen. Sehr praktisch. Für die größere Runde, was ist immer besser als die kleine Flasche, die große Flasche? Ja? Könnt ihr natürlich und sollt ihr natürlich auch euch der großen Flasche widmen. Wenn ihr die kleinen Flaschen aber total putzig findet und sagt, hey, die hebe ich jetzt mal auf und die nehme ich dann in vier Wochen zur Großmutter mit zum Geburtstag, eher nicht. Die sind mit Argon aus großen Flaschen gefüllt worden. Die halten sich so 2-3 Wochen in der Kleinen. Dann sollte man sie getrunken haben, so dass ich immer sage, wenn man jetzt zusammensitzt, vielleicht als erstes die kleine Flasche. Wie gesagt, wir haben eine Stunde Zeit. In der Stunde wollen wir die Regionen, die Weine vorstellen, auch die Winzer dahinter ein bisschen. Ihr sollt natürlich auch die Gelegenheit haben, zum einen Fragen zu stellen. Das heißt, das könnt ihr hier im Chat tun, was euch einfällt zum Wein, zur Region oder auch sonst. Fragt uns das.
Christoph, wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen das dann alles zu beantworten. Und ich finde es auch immer total spannend, was da an Fragen hochkommt. Und ihr habt da natürlich auch noch die Möglichkeit, was Christoph schon angekündigt hat, nach jedem Wein eine Runde Quiz zu spielen. Ist auch, gibt's nichts zu gewinnen, gibt's auch nichts zu verlieren, soll einfach Spaß machen. Kann man so ein bisschen sein Wissen testen. Ja, ich kann immer nur empfehlen, einfach da mitmachen. Und dann gibt's noch ganz im Anschluss, wenn wir hier mit der Stunde rum sind, gibt's noch die Möglichkeit, und das finde ich auch total spannend, mit den Winzern direkt in den Austausch zu treten. Also 3 von 4 Winzern, deren Weine wir heute vorstellen, sind nachher für euch im Chat dabei. Da könnt ihr dann all die Fragen loswerden, die ihr jetzt in der Chatrunde nicht losgeworden seid oder, Christoph, die wir nicht beantworten konnten und die vielleicht dann die Winzer hinterher beantworten können. Wir werden sehen. Sein. Ja. Aber auf jeden Fall, denke ich, ist es eine ganz, ganz bunte Runde und ja, es lebt einfach vom Mitmachen. Und ich kann euch auch nur empfehlen, wählt euch in den Chat ein, die Winzer. Ich habe mit denen auch allen telefoniert. Christoph, du kennst sie auch alle, sind super nette Menschen. Und die freuen sich natürlich, wenn sie sich mit euch über ihr Produkt austauschen können. Habe ich was vergessen? So ist es, ne? Ich würde sagen, perfekter Start. Wohlfühlatmosphäre ist bereitet, die Gläser sind da, die Flaschen sind auf, vielleicht ist der eine oder andere Wein, vor allen Dingen der erste, schon mal im Glas. Wir starten in der Pfalz, ja. In der wunderschönen. Ich meine, das Schöne an Deutschland ist ja, und der Titel Weiß, Weiß, Wein, alle meine Weine. Ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich auch ein bekennender Weißweintrinker, nicht nur im Sommer wie viele, sondern auch im Winter. Deutschland ist tatsächlich ja auch immer noch das Weißweinland. Also wir reden insgesamt von 2 Drittel Weiß zu 1 Drittel Rotwein. Interessanterweise, die Pfalz ist gerade Deutschlands größtes Rotweingebiet, aber eben auch mit unglaublich spannenden Weißweinen. Auch da das Verhältnis ungefähr 65% Weiß, aber eben auch sehr, sehr, sehr viele spannende Rotweine. Aber zu den Weißweinen reden wir natürlich, denken viele Leute, ja gut, Weißwein, Deutschland, das ist immer der Riesling, den haben wir heute auch dabei, aber eben auch ein paar andere spannende Rebsorten. Und die Pfalz, ich meine, ich glaube, ganz viele von euch werden schon da gewesen sein, weil die Pfalz ist einfach so gastronomisch, so zum Lebensgefühl Weinfest feiern. Christoph, ich weiß gar nicht, wie viele Weinfeste, die haben hunderte, ist es einfach großartig. Es ist halt auch sehr, sehr vielfältig. Ich habe ein wunderbares Klima, was sich für den Weinbau hervorragend eignet, dadurch, dass ich so im Windschatten der Gebirge liege und dann mich zur Rheinebene hin öffne, habe ich ein fast mediterranes Klima, was sich natürlich wirklich anbietet für alle Sorten Wein, insbesondere was wir hatten, Rot, aber eben auch für tolle, frische und auch kräftige Weißweine auch. Also man findet in der Pfalz gerade, ob so zum Aperitif, wie auch denn wirklich als Begleiter für deftige Speisen, finde ich eigentlich jede Art von Stilistik. Und das macht für mich die Pfalz dann auch aus. Und das Weingut, was wir jetzt heute hier vorstellen, die Familie Wind-Rabold, die sitzen in Burweiler, machen seit, ich glaube, 1852 oder so Wein, also in der 5., glaube jetzt die 6. Generation. Der Josef Rabold mit seiner Frau Rita und dem Sohn Christoph, der jetzt ins Weingut eingestiegen ist und jetzt mehr und mehr die Geschicke übernimmt. Die machen auch eine ganze Vielzahl unterschiedlicher Weißweinsorten. Die waren auch schon des Öfteren, ja, hier sieht man es jetzt im Bild, die waren auch schon des Öfteren jetzt hier in der virtuellen Weintour dabei. Und sie haben, und das finde ich eben ganz spannend, eine Rebsorte, die ich auch immer gern trinke, weil sie einfach so eine frische, kristallklare Säure hat, den Sauvignon Blanc. Und das haben wir dann jetzt auch hier von der Familie Wind-Rabold im Glas. Und Sauvignon Blanc ist ja, wenn man so nach Deutschland guckt, schon so ein kleiner Exot. Also ich glaube, insgesamt vom Rebbestand, wir haben, ich glaube, 1500 Hektar gibt es inzwischen in Deutschland. Das wurde 99 zum ersten Mal so zugelassen, 2001 dann in der Pfalz, wenn ich es richtig gelesen hatte oder mich richtig erinnere. Ich bin immer mit Zahlen, ist immer nicht so ganz mein Ding. Und seitdem ist Sauvignon Blanc aber wirklich auch zu so einem Trend geworden, weil es ist natürlich unglaublich frisch, es ist unglaublich zugänglich, es ist eine von diesen sogenannten Bouquet-Rebsorten, die auch so dann wirklich so nicht direkt ansprechen und mir so direkt so eine Aromenexplosion geben. Und den Wein, den wir jetzt hier haben, ich glaube, der vermittelt
das dann auch ganz gut, weil ich glaube, und der vermittelt auch das, was den Sauvignon Blanc auch so bekannt und so beliebt macht, wenn man dann reinriecht und wenn man probiert, einfach wirklich dieses vom geschnittenen Gras, diese Passionsfrucht, die da mitgeht, so diese wirklich tropischen Früchte und grasige Noten in dieser wirklichen interessanten Kombination beim Essen, sage ich immer so ein bisschen wie süß-sauer, ja, ist das so in der Aromatik, so diese ganz reifen Aromen und dann die grasigen, die dazukommen und das dann am Gaumen, wenn man es probiert, ne, Christoph, mit dieser prägnanten, kristallklaren Säure, das ist natürlich, das macht so einen Wein auch sowohl als Aperitif, aber eben auch als Speisebegleiter total spannend. Wir hatten es eben schon mal vom Zug, was ist der Zug, vielleicht auch mit Trinkfluss zu vergleichen, ne? Also das sind Weine, die einfach unglaublich viel, ja, Trinkfluss erzeugen, also eine Mouthwatering, wie man, blödes Wort, aber das lässt einen sozusagen das Wasser im Munde zusammenlaufen und das darf diese Säure eben auch verantworten und das macht einfach Spaß, ne? Für mich war das die Rebsorte grundsätzlich, Sauvignon Blanc, war der erste Wein tatsächlich und der ist eigentlich wahrscheinlich schuld bei mir, dass ich dann auch irgendwie weiter eingestiegen bin in diese ganze Weinwelt und in die Ausbildung. Das war der erste Wein, wo ich selber dieses Aha-Erlebnis hatte, ich kann endlich auch selber was riechen und schmecken, ohne dass ich jemanden brauche, der mir sagt, dass das riecht nach oder schmeckt nach, keine Ahnung, Stachelbeere oder was auch immer. Ich habe reingerochen und dachte, ja, das ist es, jetzt weiß ich's und jetzt, ja, das sind wirklich Aromen, die ich wiedergeben kann. Und das sind eben diese, wie du schon gesagt hast, ne, die Bukett-Rebsorten, die laden einem sozusagen bildlich dazu ein, in diese Fruchtwelt einzusteigen. Und das ist einfach ein wundervolles Thema. Und in diesem speziellen Beispiel auch, ich sag mal, das ist so die etwas reifere Idee, ne? Nicht so grün. Es gibt ja auch so ganz grüne Stilistiken. Und hier hat man so ein bisschen was Gelbfruchtigeres, etwas Reiferes in der Nase. Und das macht irre Spaß, ist sehr animierend, ja. Ja, die Kombination macht es halt immer so sehr spannend. Das oft, weil was die Winzer natürlich oft machen, um das zu erreichen, dass sie sagen, ich habe auf der einen Seite diese Frische und diese Grasigkeit und dann aber auch die Reife, dass du halt die Trauben zum unterschiedlichen Zeitpunkt liest. Das heißt, du hast einige, die du einfach ein bisschen später liest, dann kriegst du diese tropischen Aromen, also diese Passionsfrucht und dieses was so dieses Orange, was dann auch mitschwingt. Und wenn du halt einen Teil eher liest, dann bleiben die sogenannten Pyrazine, das sind so diese grasigen Noten, dominieren noch und dann hast du wirklich diese Frische und diese Grasigkeit zusammen mit dieser tropischen Frucht. Und das ist natürlich auch was du auch in anderen Ländern findest. Guck mal nach Neuseeland, da ist dieser Stil, hat Neuseeland in den 90er Jahren berühmt und bekannt gemacht. Und es funktioniert halt hervorragend, einfach im Edelstahl, wie diese Weine sind ausgebaut, wirklich auf diese präzise, direkte Frucht. Und was das für mich macht, eben als Speisebegleiter, weil ich habe im Chat die Frage gesehen, was kann man dazu oder was empfiehlt man dazu? Mhm. Es hängt immer ein bisschen vom Ausbau ab. Ich aber nehme zum Beispiel sowas auch sehr gern, auch durchaus mal pikante Gerichte, auch asiatische Gerichte, auch Fischgerichte, wo der Fisch ein bisschen kräftiger ist. Das kann eine ganz nette Kombination sein. Nicht nur von den Aromen, sondern auch, wenn ich sage, ich habe hier diese Gradlinigkeit in dem Wein zusammen mit einer etwas weicheren und schmelzigeren Textur vom Essen. Dann geht das sehr, sehr, sehr hervorragend zusammen. Ich habe ja, wenn du jetzt beim Thema Essen bist, eine etwas verrücktere Idee. Meine Frau macht eine Patisserie, die macht aber so kleine Törtchen und sehr raffinierte Geschichten. Ne? Also inspiriert aus der Sternegastronomie, nicht quietschig süß, sondern ich denke jetzt hier an eine ganz, glaube ich, perfekte Begleitung. Eine ganz leichte Ziegenkäse-basierte kleines Törtchen. Und da ist ein Honigkern drin und knackiges Lavendelbrot unten drunter mit ein paar Blüten oben drauf. Und das ist... Also dieses leicht, also das ist eine milde Ziegenkäsecreme, aber man kriegt trotzdem so etwas Wildes und das schmiegt sich so unglaublich gerne an solche Aromen an und mit dem Honig, dann kriegt man noch eine Textur dazu und also wunderschön. Man muss nicht immer in die herzhafte Küche gehen, man kann auch in Ticken in diese Geschichte gehen. Also
Herrlich. Ich komm bei dir vorbei, also du hast mich definitiv überzeugt. Und wenn du dann den Ziegenkäse noch ein bisschen Kräuter noch mit dazu gibt, wo dann auch diese Kräuterigkeit in dem Wein nochmal unterstrichen wird und wo du die Komponenten rausholst, glaube ich, das kann wirklich eine extrem, extrem spannende Sache sein. Ich habe auch gesehen, was auch gefragt wird, Trinktemperatur. Das ist immer das Thema, wie ist immer, da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Ich muss ehrlich sagen, meine Weine tendenziell zum Essen auch immer lieber einen Zacken wärmer, weil ich mag, also gerade bei Weinen, die jetzt im Alkohol nicht so wegmarschieren. Also auch bei Weißweinen, ja. Wenn ich jetzt den Sauvignon Blanc habe und ich sitze jetzt draußen auf der Terrasse, dann ziehe ich ihn mir wirklich irgendwie komplett aus dem Eis raus und dann will ich es komplett wirklich frisch, kühl, geradlinig. Also ich spiele da immer ein bisschen mit damit. Ja. Aber generell ist es so, klar, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt sehr fruchtige Geschichten, was macht die Kälte? Ne? Sie betont die Säure und reduziert ein bisschen diese Fruchtigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt da nicht so ganz der Fan bin, ich will es vielleicht ein bisschen, wie man sagt, gemutet in Neudeutsch, dann vielleicht auch ein bisschen kühler. Wenn ich aber die Aromatik, wenn ich davon mehr will, wenn ich auch vielleicht diese Reife und diese tropische Frucht nochmal haben will, dann vielleicht einen Zacken wärmer. Da kann man auch selber immer für sich ein bisschen spielen. Also ich bin aber tatsächlich eher der ein bisschen wärmer Trinker. Du willst was mehr haben, ne? Mhm. Du willst mehr mitkriegen. Und beim Rotwein ist es lustigerweise oft so, auch wenn das nicht heute unser Thema ist, aber da neigen wir in Deutschland oft dazu, den zu warm zu trinken. Ich finde, da tun hier und da 1-2 Grad kühler gar nicht so schlecht. Warm wird er dann im Glas schnell alleine. Genau. Und da sind ja manchmal auch mächtige Aromen am Start, die man vielleicht ein bisschen zügeln will. Also Temperatur, wichtige Geschichte, tatsächlich. Die berühmte Zimmertemperatur im Schloss früher bei 19 Grad und heute irgendwie bei paar 20. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, da muss man es ausprobieren. Generell sage ich immer, wenn du viel Alkohol hast, dann tut es dem Wein besser, auch ein bisschen kühler, weil je wärmer es ist, das kennt man ja, ne? Direkt neben dem Pizzaofen aufgehoben und aufgemacht, ist nicht so das Wahre. Auch selbst wenn du die Flasche geschenkt kriegst bei deinem tollen Einkauf in der Pizzeria, nicht wahr? Das will man nicht erleben. Die Katrin fragt, lieber Thomas, warum heißt es Wein- und Sektgut in dem Fall? Ist das anders als ein Weingut? Ja, also ein Weingut kann auch Sekt machen und Wein und Sektgut kann Wein machen und auch Sekt machen. Die Wind-Rabolz machen auch Sekt und das ist bei ihnen auch ein Schwerpunkt, so wie ich weiß. Daher glaube ich, heißt es Wein- und Sektgut. Aber wie gesagt, am Ende des Tages kannst du auch nur Weingut, du kannst dich Weingut nennen und kannst natürlich dann auch Sekt machen. Aber wenn Sekt ein Schwerpunkt auch deines Portfolios ist, dann wirst du es wahrscheinlich betonen. Ja, und vor allen Dingen findet die Versektung vielleicht sogar dann auch im Sekt, im Weingut selber statt, könnte sein. Ne? Viele Winzer, die Sekt machen, geben ihren Wein sozusagen auch an Versekter weiter, damit die sozusagen Sekt draus machen. Ja. Aber in dem Fall passiert es wahrscheinlich alles unter einem Dach. Das könnte der Schlüssel zum Thema sein. Wenn du dich als Weingut auch über den Sekt mit definierst, dann wirst du ihn auch selber machen. Und dann ist es in deiner DNA. Das war die Frage von der Katrin. Vielleicht nehmen wir noch eine Frage mit, bevor wir dann in die erste Quizabteilung starten. Der Adam fragt, ihr habt interessante Gläser. Sind die fürs Verkosten besonders gut? Lustigerweise haben wir wieder die gleichen. Ne? Und wir haben uns nicht abgesprochen. Wir sind noch nicht gesponsert. Ich muss jetzt sagen. Adam, also Gläser sind schon sehr, sehr wichtig. Zum Teil wird es auch allerdings auch heutzutage auch zum Teil überdimensioniert und übertrieben. Also wenn einer 65 verschiedene Gläser für jeden Wein ein anderes hat. Generell, ich verkoste tatsächlich gerne hier mit der Josephinenhütte, weil ich finde, gerade bei der Weinstilistik, die wir haben, kommen die Aromen hervorragend zur Geltung. Du kannst aber genauso gut Zalto nehmen, du kannst Gabriel-Glas nehmen, du kannst Riedel nehmen, also name it. Ja. Was halt wichtig ist, auch da wieder hängt es ein bisschen von der Stilistik vom Wein ab. Das heißt, Weine, die Volumen brauchen, die wirst du in einem größeren Glas haben. Und Weine, die eher ein geringes Volumen, die frische sind, die geradlinig sind, da wirst du auch eher ein kleineres Glas nehmen. Und bei einem Sauvignon Blanc springen mich die Aromen an. Da tut es auch das kleine Glas auf jeden Fall auch. Und dünne Glaswand ist irgendwie ganz nett. Nicht nur beim Wein, ne? Gibt ganz viele Getränke, die einfach besser schmecken oder anders, intensiver, wie auch immer, schmecken, wenn sie in so einem dünnen Glas in den Mund fließen und nicht aus dem dicken Kelch.
eine einzige Ausnahme gibt es natürlich. Der Wurstmarkt in der Pfalz. So ist es, das Dubbelglas. Wenn wir schon in der Pfalz sind, darf das nicht unerwähnt bleiben. Das ist das Leibgetränk des Pelzers, also die Weinschorle. Und die trinkt der Pelzer eben nicht aus irgendwie so einem schicken Glas, sondern eher aus einem, habe ich es nicht hier. Aber letztendlich ist es ein Glas ohne Stiel. Das ist kein Dubbel hier, was ich habe, aber nur um es euch zu zeigen. Das hat dann so Einkerbung, damit das Glas nicht aus der Hand rutscht. Das ist ein halber Liter und üblicherweise wird das in der Pfalz als Weinschorlenglas genommen. In diesem Mischverhältnis Wein, Wasser und man trinkt es nie alleine, um Gottes Willen. Es wird rotiert. Das ist natürlich in Zeiten von Pandemie geprägter Gesellschaft etwas schwierig vorstellbar, aber das gab's alles mal. Das gab's alles mal. Du, ja, die Menschheit hat auch das Abendmahl überlebt, wo der Kelch schon seit Jahrtausenden rumgeht. Also von daraus, ich glaube, wir kommen auch wieder dahin zurück. Ich hoffe es. So, ihr Lieben, wann immer ich groß werde und diese Glocke ertönt, werde ich euch mitnehmen virtuell in eine kleine Quizsequenz. Und das passiert jetzt. Ich bin hier groß, jetzt bin ich ein bisschen kleiner, schaut mal. Und hier ist ein QR-Code eingeblendet. Mit der aktivierten Kamerafunktion eures Handys könnt ihr dank dieses Codes auf diese Willkommensfolie kommen, die hier auch groß eingeblendet ist. Die ist eingeblendet für all diejenigen, die jetzt gerade ihr Handy nicht am Mann oder an der Frau haben. Und dann könnt ihr trotzdem diesem ganzen Quizgeschehen hier folgen. Das wird also live auch hier eingeblendet. Aber natürlich macht es mehr Spaß, wenn man das live mitmacht. Ich scanne mich mal hier ein. So, willkommen zum Live-Quiz. Das ist doch super. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Weine. Wenn diese Ausgangsposition hier hergestellt ist, dann heißt es immer Achtung. Und der Thomas hat ganz am Anfang schon gesagt, es gibt nichts zu gewinnen. Das ist ein Wohlfühlthema, eine Abwechslung zur Moderation, dass ihr auch ein bisschen was zu tun habt und euch nicht langweilig wird. Geht ja eh nicht bei so tollen Weinen. Aber es gibt natürlich so ein paar Sachen auch noch rauszufinden. Und was wir jetzt hier für euch haben, ist eine schöne Sache, ist ein Trainingstool. In der ersten Runde darf man sich ein bisschen warm machen und sich selber ein bisschen rausfinden und testen. Es ist ein Aromarad, ein Ausschnitt eines Aromarads. Das sieht so aus, in echt. Im Chat ist gleich eingeblendet ein Link, wo ihr das beim Deutschen Weininstitut auch erwerben könnt. Und das ist ein Trainingstool, letztendlich um euren Eindrücken als ungeübter Weingenießer. Dann riecht man so rein und denkt, was ist das jetzt für eine Frucht? Ich weiß es nicht irgendwie. Und dieses Aromarad hilft euch dabei, sozusagen euren Eindrücken Worte zu verleihen. Und einen kleinen Ausschnitt davon, den gibt's jetzt hier auf eurem Handy. Bitteschön. Hier habt ihr letztendlich die Aufgabe oder die Möglichkeit, den Wein zu beschreiben. Ihr könnt drei Aromen auf dieser Rolle, ihr könnt das mit dem Finger so ein bisschen weiter bewegen, drüber wischen und dann bewegt sich die Rolle so ein bisschen. Es gibt also ein paar mehr Aromen noch rauszufinden als die ihr jetzt eingeblendet seht. Und dann lockt einfach mal drei Aromen ein, wo ihr sagt, ja, das ist Zuckerschote oder das ist Stachelbeere oder für mich ist das eher Kiwi. Und dann sendet ihr unten das ab, auf Abschicken und wir haben dann, und das ist sehr schön, mit über, ich gucke nochmal schnell rein, fast 200 Leuten einen Wein beschrieben. Ne? Wir lösen dann gleich auf und dann gibt es so eine Liste mit den Top 10 Aromen. Und dann können wir dem Winzer, der zuschaut, vielleicht den noch fragen, ob der mit einverstanden ist, wie sein Wein beschrieben wurde. Also die wahrscheinlich aufregendste Gruppenweinbeschreibung des heutigen Abends auf der ganzen Welt. Naja, wie auch immer. Macht Spaß. Hier gibt's also, wie gesagt, nichts zu gewinnen, sondern es ist ein reines Training und mal rausfinden, wie ihr den Wein oder welche Aromen ihr in diesem Wein so wiederfindet. Und warum ist dieses Quiz-Tool zu diesem Wein ausgesucht? Klar, weil eben Sauvignon Blanc, Bouquet-Rebsorte, haben wir eben drüber gesprochen, so wahnsinnig einlädt und so viele Aromenspektren zeigt, gerade die fruchtigen Aromen. Und da macht das Spaß, einfach das mal abzufragen. Jetzt gibt's noch einen ganz kleinen Countdown hinterher. Und wenn der vorbei ist, dann gibt's die Auflösung.
Ting, ting, vorbei ist er. Zuckerschote, grüne Bohne, Kiwi lese ich hier, grüne Melone, Gras exotisch, Holunder, Gras exotisch, wie dem auch sei. Wir gucken uns mal an und ich entschuldigt bitte, wenn ihr nicht immer alle dabei seid. Vielleicht schneide ich jetzt gerade jemanden ab, der gerade abschicken will und dann ist es schon wieder vorbei. Aus Zeitgründen nehme ich jetzt mal das Ergebnis rein und wir gucken mal drauf. Hier in groß, bei euch auf dem Handy in klein, die Stachelbeere, Thomas, die steht ganz oben mit 23%. Ja. Klar, ne? Es gibt so Aromenbilder, wo die typischen Aromen des Sauvignon Blancs dargestellt sind und da ist Stachelbeere immer ziemlich groß genannt. Grüne Paprika und auch Melone. Das ist lustig, grüne Paprika, man kommt vielleicht alleine gar nicht unbedingt drauf. Wenn man es aber liest und parallel ins Glas reinriecht, auf einmal riecht man grüne Paprika. Ne? Es ist eine psychologische Geschichte. Autosuggestion manchmal auch. Ne? Ich rieche Banane und dann hast du sofort Banane in der Nase. Ja, so ist es. Ne? Also ganz, ganz spannend. Wenn man jetzt die Top 5 hier nimmt, haben wir den Wein, glaube ich, perfekt beschrieben. Ich hoffe, vielleicht haben wir euch ein bisschen Laune gemacht, tiefer in dieses Thema Sensorik einzusteigen. Wie beschreibe ich meinen Wein? Was für Aromen gibt es überall? Fangt an allem, was euch an Gemüse, Obst, Gewürzen und sonst was in die Quere kommt, dran zu riechen. Das ist wie Vokabeln lernen einer Fremdsprache und dann habt ihr es irgendwann automatisiert im Hirn und können sagen, Mensch, ja, das ist doch ganz klar Stachelbeere. Also sowas von Stachelbeere. Aber macht euch auch nicht fertig, weil die Leute riechen ganze Obstkörbe. Darum geht's nicht. Es geht immer noch um Wein. Es geht auch um Struktur im Wein und nicht nur irgendwie alle Aromen. Aber es ist witzig, weil wenn man sich in der Gruppe mal lustig hinsetzt und jeder was anderes reinwirft, also man schult sein Wissen dadurch tatsächlich und seine Nase und seinen Gaumen. Und zum Schluss Ding-Dong, der Geschmack, der zählt. Wir bleiben jetzt in Runde 2 in der Pfalz. Ja. Da haben wir ein bisschen was drüber erzählt. Und wir gehen nach Deidesheim. Ne? Ja. Und da gucken wir mal, was da passiert. Ja, und auch ganz, ganz spannend. Nein, aber nochmal kurz, der Sauvignon Blanc und das, was wir jetzt im Glas haben, nachher dann auch den Riesling. Das sind immer so zwei der Rebsorten. Da war ich immer happy, wenn ich die in irgendeiner Prüfung drin hatte, weil da sagst du sofort irgendwie, log ein, ja, habe ich. Dann musst du zwar nur rausfinden, wo kommt's her und vielleicht auch, wie ist es gemacht. Aber du hast wenigstens schon mal die Rebsorte. Das ist bei so Rebsorten, die nicht so aromatisch sind, dann schon um einiges schwieriger. Aber genau, du hast es gesagt, wir sind jetzt, wir bleiben in der Pfalz. Ähnliche Gegend, jetzt sind wir nur andere Rebsorte, jetzt sind wir in Deidesheim und da gehen wir jetzt zu einem Weingut, was ich total spannend finde, weil das Weingut Core ist wirklich, man kann sagen, ein echtes Start-up Mikroweingut. Also wenn ihr Wein kaufen wollt, wo ihr sagt, ey, da kenne ich den Erzeuger und da kenne ich am besten auch jede Traube, dann ist Core und das sind die Carebacks, der Faber und die Lauer, definitiv eine eurer Anlaufstellen, weil die haben genau 1,1 Hektar, haben irgendwie 2015 angefangen, sind sehr engagiert, machen das auch noch nicht ganz allein vollberuflich, weil das Geschäft bei 1,1 Hektar trägt da die Familie noch nicht ganz. Aber ich denke, wenn die so weitermachen, werden die das dann auch schaffen. Die sind sehr motiviert, sind jetzt auch in der Zertifizierung Bio, sind auch sehr, sehr dem Nachhaltigkeitsgedanken, da sieht man die zwei, dem Nachhaltigkeitsgedanken verschrieben. Zum Beispiel gehen die her und nehmen gespülte Flaschen, um den CO2-Footprint, wie man sagt, also die CO2-Emissionen bei der Flaschenproduktion im Wein ja tatsächlich sehr, sehr hoch ist, dadurch zu minimieren, sagen, okay, ich nehme einfach recycelte Flaschen. Total spannend, da ist jede Flasche irgendwie mit Hand, also man sieht ja dieses Wachs, was da drauf ist, also mit der Hand versiegelt, echte Handarbeit. Und ja, was haben wir im Glas? Ich denke, ja, wirklich typisch Riesling und ich denke auch, wenn man reinriecht und wenn man rein probiert, auch durchaus auch diese Pfälzer-Stilistik, die da natürlich, wir haben über das mediterranere Klima gesprochen, also auch ein bisschen wärmer, da wo ich schon ein bisschen Volumen dabei habe, wir sind da noch nicht in Baden, sondern es ist so eine, das ist so irgendwo in der Mitte, da ist schon eine Reichhaltigkeit da, aber ich habe eben auf der anderen Seite auch da wieder die Frische
und die Eleganz. Und wenn ich reinrieche, also wenn wir jetzt mal dieses Aroma spielen, Christoph, können wir ein bisschen Ping-Pong spielen. Da habe ich halt, also komme ich auf diese französische Zitronentart. Ich habe diesen in der Nase diesen grünen Apfel, diesen weißen Pfirsich. Dann kommt so ein bisschen Blutorange für mich so mit dazu. Also so hinten raus die Kräuter, was mich einfach, wo ich sage, ja, das ist so Riesling, Pfalz. Da verbindet sich bei mir was. Und noch am Gaumen. Das Kräutrige, ne? Das ist so typisch Pfalz. Das hat so diese Dimension an Kraft, neben dieser ganzen Verspieltheit an Frucht, ist aber immer dieser würzige, erdige, ja, erdig ist vielleicht eine Nummer zu viel, aber das Kräutrige vor allen Dingen, so ein bisschen das Dark Side, Speck am Knochen nennen, kann man es auch nennen. Oh, das macht einfach Spaß. Genau. Ja, und Sie haben halt so eine, ich finde, die Weine, und ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen auch mit an dem Hefelager, also dass der Wein dann vielleicht noch ein paar Tage länger auf der Hefe gelegen ist. Er hat so eine schöne Schmelzigkeit, die dann auch mit drin, also diese, so eine Art von Cremigkeit am Gaumen, die jetzt die Säure und den Wein einfach auch da an der Stelle ein bisschen gefälliger nochmal macht. Es gibt ja so, es gibt ja dann auch so Rieslinge, die rattern dir dann auch so durch. Und das hat er nicht. Da ist so eine Schmelzigkeit dabei. Und ich finde es auch interessant, wenn du was mit dem Wein davor vergleichen. Also auch die Säurestruktur beim Sauvignon Blanc, da ja irgendwie so cut durch hier bei dem Riesling, den ich habe, ist die Säure auch da, aber sie hat einen komplett anderen Charakter. Ne? Also das ist dieses, du merkst wirklich, die steht da, aber die anderen, die Aromen sind drumherum gegleitet. Und beim Sauvignon war das so, aber Stichsäge durch. Sowohl, und da will ich nochmal kurz eine Lanze brechen für die Leute oder einfach auch nochmal sagen, Mensch, die Leute, die so ein bisschen sich schwierig tun mit, schwer tun mit Säure. Hier haben wir es ja mit Säuren zu tun, die zerstören eure Darmflora nicht. Nein, das ist eher ein Mundgefühl, eher ein sagen wir mal, gesundes Säureempfinden. Wenn du das runterschluckst, ist es halt erfrischend. Das macht eigentlich nichts, also es greift jetzt nicht extrem an. Es macht einfach ein wunderschönes, harmonisches Mundgefühl. Und was ich hier jetzt noch zusätzlich wahrnehme als Dimension, ist ein leichter Schmelz auch auf den Zähnen. Ne? Also so eine ganz leichte Tanninstruktur. Vielleicht ist ein ganz gesundes Lesegut hier der Ursprung gewesen, wo man halt gesagt hat, okay, wir pressen die mal kurz an, die Trauben, und wir lösen auch so ein bisschen Phenolik von den Traubenschalen, um dem Wein einfach auch Gerüst zu geben. Mhm. Und das ist als Essensbegleitung, und das ist immer auch gerne von mir so in die Runde geschmissen, was essen wir dazu, haben wir eben auch schon gemacht. Und bei Pelzer Wein, ganz ehrlich, bin ich immer eher so in der Snackküche unterwegs. Und die Snackküche vom Pelzer auf einer Wanderung, das ist eher so ein bisschen rustikaler. Ich denke immer an Leberwurst, tut mir leid. Und gehe ich auch mit. Gerne. Wie der Wiener jetzt sagt, Stulle, und dann so eine Sauerteig-Leberwurst-Stulle mit ein bisschen was drauf. Herrlich, passt super. Wenn es ein bisschen schicker werden darf, habe ich hier was rausgesucht, finde ich auch irgendwie cool. Schmalz, Griebenschmalz in der Pfanne so ein bisschen schmelzen, da Äpfel rein, die Äpfel da drin weich werden lassen, ja, und da drauf ein 2-3 Scheiben von so einem Kümmelkäse, von wegen Handkäse aus der Pfalz oder so ein Harzer Roller oder irgendwie sowas, und das ein bisschen schmelzen lassen und das dann schnell mit dem Riesling rein. Das macht Spaß. Ja, das ist sowas, das ist einfach fabulös. Also und die Darmflora greift die Säure definitiv nicht an, sonst hätte ich, glaube ich, bei den Rieslingen, die ich hatte, hätte ich jetzt schon meinen Darm irgendwie in der Plastiktüte irgendwie dabei. Also von da heraus, ich glaube, man muss einfach gucken. Ich glaube, wenn man da empfindlicher ist, dann hilft es tatsächlich, dass jetzt vielleicht nicht auf nüchternen Magen, oder sagen wir leeren Magen, nüchtern will ich jetzt gar nicht sagen, auf leeren Magen und vielleicht was dazu essen, wenn man da ein Problem hat, oder tatsächlich dann eben Weine aussuchen, wo die nicht so ausdrücklich säurebetont sind. Also das muss man für sich selber ausprobieren. Ich kenne Leute, die eigentlich säureempfindlich auf andere Lebensmittel sind, beim Wein kommen sie gut mit und umgekehrt. Da muss man einfach durchprobieren. Wir haben ja nachher auch noch ein paar andere Rebsorten, die dann, wo deutlich weniger Säure im Wein dann auch ist, und dann hilft es auch vielleicht, sowas dann zu geben. Offen sein, glaube ich, ne? Und nicht so schon so voreingestellt, so mit Säure habe ich es nicht oder mit Süße, gute Weine trinke ich nicht, alles Quatsch, und auch Analysewerte sind nicht immer zielführend, sagen wir es mal so.
wir verstehen natürlich als, sagen wir mal, Berufsweinmenschen, dass man sich versucht, anhand von Werten irgendwie ein Bild zu machen und eine Orientierung zu finden, macht aber eigentlich keinen Sinn beim Wein, weil ein und die gleichen Analysewerte von Wein zu Wein völlig anders schmecken und ja, ein ganz anderes Geschmackserlebnis geben können. Ist Christoph wie bei Menschen auch? Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt 1,75 groß, 67 Kilo schwer, und, ja, genau. Du, der gleiche Mensch, ein anderer Mensch hat die gleiche Maße, ist trotzdem komplett anders. Also und das ist ja auch irgendwie eins der schönen Dinge, dass sich eben nicht alles beim Wein in Zahlen runterbrechen lässt, sondern ja, dass da immer noch mal eine extra Dimension dabei ist, die halt doch sich eigentlich unserer Begrifflichkeit oder so unserem Erfassen erstmal entzieht und dass es dann ja auch wieder spannend und interessant macht. Da muss man sich auch drauf einlassen. Also ich weiß, natürlich, wie du sagst, manchmal ist es Zeit der Analysen, aber dann ist es auch wieder Zeit, sich einfach drauf einzulassen und diese ganzen Werte bis hin zu irgendwelchen Punkten etc. einfach zu vergessen. So ist es. Ich habe später noch eine Frage an dich. Das passt jetzt gerade nicht rein, aber ich bin mir sicher, dass wir dazu noch über die Probe kommen. Schauen wir gleich mal. Jetzt kommen wir apropos Fragen zu euren Fragen, ihr Lieben. Vielleicht habt ihr ein, zwei Sachen, die ihr uns fragen möchtet. Schauen wir doch mal. Ja, wir gehen mal mit der Katja los. Wie lange liegt denn so ein Wein auf der Hefe und was passiert dann mit ihm? Ja, also was die Hefe macht, oder wenn wir davon sprechen, dass der Wein auf der Hefe liegt, das handelt jeder Winzer erstmal generell für sich. Was die Hefe oder was das Hefelager generell macht, ist, es wirkt erstmal, wie wir mal sagen, auch reduktiv. Das heißt, es verhindert zum einen die Oxidation vom Wein und zum anderen, und das ist das, was ihr auch alle kennt, wenn ihr Schaumweine zum Beispiel trinkt, die sehr, sehr lange über 3, 4, 5 Jahre auf der Hefe liegen, bevor sie dann degorgiert und in den Markt kommen, dass sie dieses so auch eine Cremigkeit, so da zersetzen sich die Hefen, das sind dann sogenannte Autolysenoten, und die geben dir einfach ein anderes Mundgefühl dann zu dem Wein. Und das kann man dann noch unterstützen, das ist dann das sogenannte, habt ihr manchmal auch gehört, lest ihr Batonnage, das heißt, dann werden die Fässer nochmal umgerührt, das heißt, die Hefe kommt noch viel mehr mit dem Wein in Kontakt. Und das erzeugt dann bei Weinen auch so eine gewisse Körperlichkeit, also so ein Volumen am Gaumen. Man muss da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also manche lassen, wie gesagt, Weine 3 Monate, 4 Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr auf der Hefe. Man muss aber halt vorsichtig sein, weil man kann es, so wie beim Holzeinsatz, man kann es halt übertreiben. Ne? Und wenn du einen Wein hast und du lässt ihn zu lange und du rührst zu viel um und der hat gar nicht die Substanz, dann stimmt irgendwann die Balance und dann stimmt die Harmonie nicht mehr. Aber wie das der Fabian gemacht hat, das kann er euch nachher dann im Chat oder nachher in der Talkrunde danach auch nochmal genau erklären. Perfekt. Vielen Dank, Katja, für deine Frage. Wir gehen weiter und beantworten die Frage von Frieda. Kannst du das mit dem Wachs nochmal erklären? Reicht der Korken alleine nicht? Jo, natürlich reicht der Korken alleine, aber in puncto Marketing und um das jetzt nochmal wie zu versiegeln, dann kannst du natürlich mit sowas arbeiten. Das hat natürlich auch früher oder das hat noch eine praktische Bedeutung gehabt zum Teil, Schutz vor Korkmotten. Also im Keller, die dann den Kork angreifen, was dann wiederum dein Wein am Ende nicht gut tut. Aber hier ist es natürlich zum einen, ich glaube, ohne es jetzt zu wissen, dass Fabian und Laura die Kapsel weglassen wollten, wo du natürlich dann jetzt auch weniger Plastik, weniger Blech etc. hast. Und mit dem hier oben drauf ist es nochmal so eine Art Siegel. Ja, also. Ja. Also da Fabian und Laura ja im Chat auch sind und jetzt auch schon eine andere Frage beantworten, das liest du vielleicht gleich einfach nochmal im Chat oder spätestens nach der Veranstaltung bei Meet the Winzer, da sind die ja natürlich auch dabei und genau, so können die beiden dann gleich selber Auskunft geben. Caro möchte wissen, was ist mit Crowdfarming auf dem Etikett gemeint? Ich glaube, auch das, um es dir nicht ins Wort zu fallen, aber auch das könnte natürlich ein Thema für später sein.
im Chatroom. Aber was wolltest du dazu sagen? Ja, vielleicht kurz Crowdfarming, das würde dir nachher auch nochmal erzählen. Das ist eine Plattform, wo Winzer oder wo Landwirte ihre Produkte direkt dem Endkunden anbieten können. Da kannst du eine Rebstockpatenschaft übernehmen, jetzt bei Core 6 Rebstöcke und dann kriegst du dann 6 Flaschen Wein geschickt. Das kannst du mit Olivenbäumen, das kannst du mit Orangenbäumen, mit allen möglichen landwirtschaftlichen Produkten. Und die Idee dahinter ist es, dass die Landwirte die Produkte selber anbieten und dann quasi einen fairen Preis dafür bekommen, weil halt der Rest der Handelskette rausgenommen ist. Das ist so die Idee dahinter. Aber das kann euch der Fabian dann im Detail auch nochmal erzählen. Ja, ich finde das Interesse für den Wein und für euch, Fabian und Laura, großartig. Schön, dass ihr dabei seid und wir gucken mal, was wir in diesem Fall für eine Quizrunde vorbereitet haben. Ihr schnappt euch euer Handy, ihr geht wieder mit mir hier rüber und letztendlich geht es hier weniger um den Wein als um die Region als solches. Schaut doch mal rein, klassisches Quiz, Frage und 4 Antwortmöglichkeiten. Bitteschön. Und wir haben jetzt ein bisschen über die Pfalz gesprochen, ziemlich ausgiebig sogar. Also wir hatten ja 2 Weine jetzt aus der Pfalz. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Ist gar nicht schwer. Also sagt mal, was ihr dazu denkt. Ja, da sind natürlich so ein paar irreführende Sachen eingebaut. Die Pfalz, je nachdem von wo man jetzt zuschaut, aus Hamburg zuschauend, ist die Pfalz natürlich Süd, Süd, Süd und aus Berlin, von meinem Standort ebenfalls. In der Pfalz, ich sag mal, gibt es 3 grobe Bereiche, die man einteilen kann. Zum einen die Mittelhart, dann gibt es die südliche Weinstraße und dann gibt es eine nördliche Pfalz gibt es schon auch, aber es gibt vor allen Dingen die Südpfalz, die Mittelhart und vielleicht sagt man noch die deutsche Weinstraße, so die Region, und dann haben wir 3 Orte zusammen. Den Bereich Pfälzerwald gibt es nicht wirklich, also den Pfälzerwald gibt es natürlich, aber nicht als Weinbauregion. Und Deidesheim ist mit Rupertsberg, die liegen Luftlinie ein paar wenige Kilometer auseinander. Also man kann laufen. Also ich glaube, es ist vielleicht 1 Kilometer, 1,5, vielleicht 2, aber mehr nicht. Und das ist der Bereich. Was glaubt ihr denn? Schaut mal auf euer Ergebnis. Es ist der Bereich Mittelhart tatsächlich. Das wussten nicht ganz so viele, aber es ist die Mittelhart. Und der Bereich Pfälzerwald, da habe ich euch kräftig irregeführt. Ne? Da haben viele dran geglaubt. Ja, na klar, da sind die Ausläufe des Pfälzerwaldes noch zu spüren da oben. Das geht aber weiter Richtung Süden. Da haben wir viel mehr noch von Waldflächen und so weiter. Und die Südpfalz, das ist dann eher Richtung Birkweiler, Burweiler und so weiter. Das macht auch Spaß, ist aber in dem Fall eben nicht richtig gewesen. Also mit Deidesheim und Rupertsberg bewegen wir uns an der Mittelhart, wie dem auch sei. Grimmfrei Ding Dong für Wein Nummer 3, lieber Thomas. Wo bewegen wir uns hin? Wir reisen nach Franken. Hier sehen wir jetzt gerade Würzburg, da bin ich übrigens geboren. Vor ein paar Jahren, aber da kommt der Wein jetzt mal nicht her, auch wenn man natürlich bei Frankenwein sehr, sehr oft Würzburger Stein, habt ihr alle auch schon mal gehört. Wir gehen jetzt aber ein bisschen weiter, wir sind jetzt in Iphofen und haben jetzt hier Ohlinger Wein im Glas. Iphofen ist, während wir in Würzburg so den berühmten Muschelkalk finden wir jetzt in Iphofen und da, wo wir jetzt im Kronsberg unterwegs sind, insbesondere die Gipskäuperböden, die geben dann nochmal ein bisschen eine andere Charakteristik her. Wir sind aber, wenn wir jetzt hier unterwegs sind, wenn wir über Franken reden, dann gibt's eigentlich immer die eine Rebsorte, über die du natürlich da in Franken reden musst, und das ist klar der Silvaner. Hat in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen anbautechnisch gelitten, ist jetzt nicht so die Rebsorte gewesen, wo die so im Trend lag. Das
ändert sich oder das hat sich zum Teil jetzt wieder geändert. Ich habe erlebt so Silvaner tatsächlich so, der jetzt gerade wieder so ein kleines Revival erlebt, auch eben durch so engagierte Leute wie den Nicolas Ohlinger, die halt so ihren eigenen Weg gehen, die so ein bisschen dann auch weggehen von dem, okay, das muss jetzt irgendwie einfach ganz klar sauber bis zum Ende vergoren, das muss jetzt irgendwie im Edelstahl sein, die da jetzt auch ein bisschen experimentieren und das finde ich auch eine gute und das finde ich auch eine spannende Geschichte. Ich meine, Frankenwein selber, vielleicht auch mal das, ist ja wirklich eine der traditionellen Regionen, muss ich jetzt als gebürtiger Franke halt auch mal sagen. Also 777 ist es dann in der Schenkungsurkunde Würzburg schon mal erwähnt worden und ja, aber eben lange Jahre hinweg hat Franken natürlich auch so ein bisschen so ein Dornröschenschlaf geführt, ne? Also viel Weine natürlich, weil eben auch viel Tourismus auch in der Region selber getrunken worden. Und ist eigentlich so, wenn du so in den Rest Deutschlands geguckt hast, nicht unbedingt immer so als trendy und modern aufgenommen worden. Das liegt natürlich zum Teil, wir erinnern uns alle an den Boxbeutel als Flaschenform, die wir aber ja interessanterweise hier nicht haben. Wenn du sagst, also es ist jetzt irgendwie nicht wirklich boxbeutelig, liegt aber daran, dass die Ohlingers eigentlich von der Mosel kommen und so aus der Tradition heraus dann diese Flasche gewählt haben. Aber tatsächlich, wenn ihr heute so nach Franken guckt, sehr, sehr viele Winzer füllen ihre Weine jetzt tatsächlich auch in die internationalen Flaschenformen. Zum einen, man kann sie besser lagern und es wirkt halt in der heutigen Zeit einfach immer noch moderner. Und es gibt ja auch, wer es schon mal gesehen hat, diese modernen, Christoph, kennst du bestimmt auch diese modernen Boxbeutel, finde ich ehrlich gesagt so persönlich ziemlich gruselig, diese jetzt so in diesem modernen, irgendwie eckigeren und schnittigeren Format. Da fehlt mir jetzt dann wiederum zum einen der historische Bezug und zum anderen wiederum ist es dann irgendwie nur so ein irgendwie aufgesetztes Marketing. Da sage ich immer entweder oder. Ne? Ja, da waren ja die einen sagen, wir müssen das Image des Boxbeutels entstauben und machen was Modernes auf einmal mit Ecken und eigentlich ist es immer noch ein Boxbeutel. Also es ist eigentlich seltsam. Entweder steht man zum Boxbeutel oder eben nicht. Ja. Ja. Also wie gesagt, das liegt wahrscheinlich in meiner Genetik. Ich liebe ihn eigentlich, aber ich trinke meinen Frankenwein natürlich auch gern aus diesen Flaschen. Aber vielleicht nochmal zum Nicolas Ohlinger und dem Weingut. Der hat, also die Böden, wie gesagt, das ist Gipskäuper, die Reben sind alle, stammen so alle aus Ende der 60er, 70er Jahre, also Anfang der 70er Jahre. Damals gab es ja auch in Iphofen wie in anderen Teilen Deutschlands die Flurbereinigung. Da ist dann vieles neu angelegt worden und da stammen dann auch tatsächlich die ältesten Rebanlagen her. Kronsberg, vielleicht auch da nochmal zu dem Namen, das ist wirklich, wenn man sieht, wirklich auch sich schön anzugucken, das ist auch wie so ein Kegel geformt und heißt deswegen Kronsberg, weil oben sitzt wie so eine Krone, so ein Eichenwald drauf, der dann natürlich auch wieder dazu beiträgt, zum Beispiel, dass so kühlende Luft dann den Hang runterfließt, was dann wiederum für die Aromatikerhaltung und für den Säureerhalt gut ist. Und die Ohlingers machen seit 2010 auch Bio-Weine und Bio-Weinbau. Der Wein ist, wenn ich es auf der Beschreibung richtig gesehen habe, da hatte ich ihn aber gar nicht mehr gefragt dazu, vegan, auch sehr interessant. Also für Leute, die sagen, ich will an meinem Wein, dass der gar nicht mit irgendwelchen tierischen Bestandteilen, vielleicht bis auf die Fliegen und Wespen im Weingarten, aber sonst mit nichts in Berührung gekommen ist, was tierischen Ursprungs ist, ist das natürlich auch eine durchaus eine gute Wahl. Und ich finde, wenn du ihn probierst, ist es auch, also spricht da auch tatsächlich der Silvaner, der insgesamt, und das ist auch wieder interessant, im Säurevergleich jetzt in der Säure milder ist als das, was wir auch beim Riesling hatten, und der aber wiederum auch so eine ganz eigenes, spannendes Aroma hat. Immer schön, dass man bei der Weinprobe auch mal gleich probieren kann. Besser, als wenn man sonst irgendwelche Vorträge hält. Ich finde hier schön, da sind wir jetzt ja so ein bisschen von der Aromatik her dann auch in den reiferen, so Birnen. Da geht so in das Birnenfruchtige mit rein. Aber auch da wieder, was den Silvaner auch macht, da kommt wieder auch so eine Kräuterwürze, da kommt nochmal so ein bisschen was, so helle Blüten mit dazu. Und dann halt hinten raus so was Erdiges. Was tatsächlich so immer in der richtigen Balance sein muss, finde ich. Manchmal ist es auch
schwierig, wenn es dann bitter wird. Ja? Hier hat es aber diese schöne Erdigkeit und das ist sicherlich ein Wein für mich, weiß nicht, wie es dir da geht, der da schon so seine Ecken und Kanten hat. Aber der wiederum so als eigenständiger Typ halt dasteht. Ich nehme das auch so wahr. Also es hat halt, man macht halt immer die Gratwanderung. Das eine Thema ist Frucht, das andere bringt Bitterstoffe. Und hier hat man beide Welten. Ne? Am Anfang hast du die Frucht und dann hast du schon auch die Bitternis und das Eckige so ein bisschen da. Das mag vielleicht in erster Linie, und das muss man ja auch ein bisschen trennen voneinander, kein Wein sein, den ich jetzt, sagen wir mal, so solitär trinken will. Hier muss ich vielleicht was essen einfach, ne? Wo ich auch diese Ecken ein bisschen rausnehme. Und grundsätzlich glaube ich, dass der schon kraftvoll ist und viel Kraft mitbringt, um auch wirklich großartige Symbiosen zu schaffen. Ich überlege gerade, was ich denn dazu servieren würde. Hast du schon eine Idee? Oh, ich würde meine fränkische Bratwurst, aber da habe ich jetzt, glaube ich, gerade einfach Appetit drauf, nachdem du mich vorhin an die Leberwurst erinnert hast. Ja, diese Wurst, ne, die verfolgt den ganzen Nachmittag. Ja. Die dritte Verkostung heute schon. Und das sage ich jetzt, zum veganen Wein, weißt du? Ja, genau. Das ist sehr, sehr, sehr witzig. Also im Grunde müssen wir vegetarisch denken oder zumindest in die vegetabile Region gehen. Ich weiß nicht, ich komme irgendwie um Gurke nicht herum. Vielleicht Gurke mit Dill, irgendwas ist so ein bisschen da drin auch. Ja, Gurke, Dill. Und ich hab jetzt gerade ein Dressing also Gurken entwässert man ja gerne, ne, bevor also salzen und dann rausdrücken dieses ganze Flüssige, damit die Gurke an sich mehr Geschmack aufnehmen kann. Vielleicht kann man sogar was schaffen mit einem ganz, probiert es mal aus, passt auf. Ihr nehmt einen Löffel Tahini, also diese Sesam-Mousse-Geschichte. Ihr nehmt anderthalb Teelöffel Sojasauce. Ihr nehmt Reisessig in der gleichen Abteilung und ein bisschen Mirin oder Honig. So, das mischt ihr, dann habt ihr ein tolles Dressing. Und das ist mega intensiv. Nussig, süß, sauer, salzig. Also das ist genau die Abteilung, jetzt geht es um Umami. Ne? Und das fängt die Gurke ein. Die Gurke bringt den frischen Kick. Und wenn ich mir das alles vorstelle, zu dem Wein sind, glaube ich, auch hier die Ecken und Kanten so ein bisschen raus. Und das könnte eine ganz tolle Symbiose sein. Also ein bisschen was Verdrehtes und Verquertes vielleicht, aber es macht unfassbar viel Spaß. Probiert's mal aus. Man kann das Video ja auch nachgucken, es wird ja aufgezeichnet. Da könnt ihr auch Christoph direkt anrufen und der gibt einem dann das Rezept nochmal. Genau. Also das wäre jetzt meine Idee dazu. Genau. Hammer Fragen. Das schauen wir mal. Die Katrin fragt, wie legt man Verkostungsreihenfolgen fest? Ja, spannende Frage. Ja, gute Frage. Die wir uns auch immer wieder stellen, hat man die richtige Reihenfolge? Also generell da, ich baue das immer auf von, dass ich sage, von leichter zu schwerer erstmal, dass ich gucke, dass du, manchmal hilft es aber zwischendrin auch mal einen Break zu machen, aber trotzdem erstmal von leichter, filigraner zu heftiger, das ist mal das eine. Ich gucke auch, dass ich, dass ich in der Linie bleibe, also sage, entweder gehe ich von wenig Säure zu viel Säure oder umgekehrt und ich guck aber nicht, dass ich dazwischen irgendwelche Brüche habe, weil das bekommt dann immer einem von den Weinen, der dann folgt oder der davor nicht wirklich so gut. Natürlich insgesamt von der Intensität, wenn du was hast, was dich, was ganz wenig Aroma hat, was erstmal Zeit braucht, auch im Glas, auch sowas, wenn du schon vorher bei einer Weinprobe Weine einschenkst, dass du einen Wein hast, der auch sich nochmal entwickeln muss. Dann meistens, dass ich sage, auch die gereifteren Sachen nach hinten, die einfach komplexer sind, wobei man da aufpassen muss, kennt jeder, ne? Man sitzt mit Freunden zusammen und dann trinkst du den besten Stoff am Ende und kann sich gar nicht mehr richtig erinnern, weil es eigentlich dann schade ist, dass du frischer eigentlich am Anfang bist. Also kann man auch rumdrehen, haben wir dann zum Teil auch schon gemacht. Also ich finde, so dass halt irgendwo ein Konzept und eine Ordnung dahinter ist und dass man nicht in Extremen springt, so würde ich es mal festmachen. Ja, absolut. Leichter Alkohol zu mehr Alkohol etc. Genau.
Der Walter möchte wissen, warum wird eine Rebsorte zugelassen und warum nicht? Ja, also da gibt es natürlich, also erstmal müssen Rebsorten in Deutschland, wenn du damit quasi Weinbau betreiben willst, genau, musst du die Rebsorte zugelassen bekommen. Da gibt es davor noch den experimentellen Weinbau. Da wird natürlich vieles abgeprüft. Da geht es dann auch darum, okay, Typizität, passt es rein, dann hat es in vielen Ländern auch noch was mit Quarantäne zu tun, also wo ich auch sage, also wenn ich zum Beispiel, ich bin jetzt sehr, sehr viel in Australien unterwegs, die sehr extrem sind, wenn du da eine neue Rebsorte an Setzlinge einführen willst, zum Beispiel auch nur die Einfuhr, das dauert dann bis zu 12, 14, 15 Jahre, bis sie dir was zulassen. Zugelassen, es muss dann halt sich Vitis vinifera, also es muss dann auch tatsächlich, also Wein, also muss nachher dann auch einen sortentypischen Wein ergeben. Und da gibt es halt ganze Reihe an Kriterien. Und umgekehrt gibt es eben dann auch Weine, die jetzt zum Beispiel aus Hybridrebsorten sind, wo man dann sagt, nein, also die passen hier nicht her. Die haben auch Aromen, wie diesen berühmten Foxton, den man kennt, dass man das gar nicht haben will. Und dann wird es aussortiert. Aber man sieht Rebsorten, wir sehen es auch am Rebsortenspiegel, das ist halt etwas, was sich entwickelt, was nicht statisch ist. Was, wenn wir jetzt in Zukunft gucken werden, in Deutschland, wenn alles wärmer wird, wenn du in anderen Regionen der Welt guckst durch den Klimawandel, wo du vielleicht auch mit den herkömmlichen Rebsorten nicht mehr klarkommst, dann werden neue zugelassen. Da macht uns zum Teil die Länder in Übersee sind da schneller, wiederum was so experimentelle Dinge betrifft, zulassen, die schon im Land sind, also in Australien gerade experimentiert mit Sangiovese und Tempranillo zum Beispiel, wenn man weiß, okay, die vertragen die Hitze besser und die kommen auch zum Teil mit weniger Wasser aus, was jetzt in Australien wichtig ist. Und das werden sicherlich auch Dinge sein, die bei uns dann mal eine Rolle spielen. Mhm. Aber zum Glück musste ich noch keine Rebsorte zulassen. Das ist jedenfalls ein länglicher Prozess. Aber da kann sicherlich der eine oder andere Winzer noch eine bessere Auskunft geben als ich. Sehr schön. So, dann nehmen wir die Clara mit. Und die Clara möchte wissen, was ist der Vorteil von Handlese? Im Katalog steht, Ohlinger erntet Trauben nur mit Hand. Ja, dann kannst du jede Traube streicheln. Nein, man kann eine andere Beziehung zu seinen Trauben aufbauen. Nein, also generell hat jede Lesart Vor- und Nachteile, prinzipielle Art. Deswegen wird auch überall auf der Welt verschiedene Arten von Lese praktiziert. Der Vorteil bei der Handlese ist mal, immer vorausgesetzt, du machst es richtig, dass es natürlich sehr schonend ist und dass du natürlich auch auslesen kannst. Also das heißt, du kannst faules Trauben oder Trauben, die nicht so ideal sind, kannst du halt schon, wenn du sie abschneidest, kannst du es schon selektieren. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, du hast dann, und wenn du im Weingarten selektierst, hast du es leichter hinterher und musst danach nicht noch irgendwie viel sortieren. Du hast aber natürlich auf der anderen Seite auch Nachteile, die es ist natürlich auf der einen Seite teurer erstmal generell, wenn du sagst, ich muss gerade in unseren Menschen reinbringen. In vielen Teilen der Welt tust du dich auch schwer, genügend qualifizierte Lesehelfer zu finden. Du bist langsamer, also deswegen wird zum Beispiel auch in der neuen Welt gerne auch mal mit Maschine geerntet, wenn du schnell morgens in der Kühle noch die Trauben reinholen willst. Du hast natürlich mit der Handlese in ganz dicht Steillagen, da kommst du mit keinem Vollernter rein. Aber oft ist es auch die Kombination aus beidem. Also es gearbeiten auch Winzer durchaus, die sagen, ich mache meine Vorauslese mit der Hand, gehe durch den Weingarten und fahre dann und nutze dann eine moderne Maschinenlese. Also das funktioniert beides. Aber vieles ist dann auch, wenn du ein kleines Weingut bist, dann wirst du auch ohnehin handlesen, weil da lohnt es sich dann gar nicht, mit dem Vollernter reinzufahren oder wenn du halt nur bestimmte Parzellen irgendwo hast, wo du gar keine in sich abgeschlossenen Bereich hast. Das nur mal, aber da kann man echt einen eigenen Workshop zu machen. Absolut, ja. Sehr schön, wir gucken mal. Ich denke, wir gehen in die nächste Fragerunde, ihr Lieben. Wir gucken mal, was wir vorbereitet haben. Ding Dong, das ist euer Signal, das Handy in die Hand zu nehmen. Und wir gehen wieder hier rüber in die Quizansicht. Und jetzt haben wir was natürlich zur Rebsorte Silvana vorbereitet. Und da könnt ihr was einschätzen. Also womit kann das zu tun haben? Schaut doch mal auf euer Handy. Na klar, wie viel Hektar Rebfläche sind denn eigentlich
in Franken mit Silvaner bestockt. Und Franken hat in etwa 6.100 Hektar Rebfläche. Was glaubt ihr, wie viel Hektar davon Silvaner ausmachen? Wir können das später dann auch nochmal in Prozent ausdrücken. Auch spannend, dass man das einfach nochmal so an der Hand hat. Und ja, nice to know oder auch nicht. Angeberwissen für die Weinrunde oder was auch immer. Jedenfalls heute und jetzt zu lösen und zu quizzen. Und das wird kräftig gemacht. Und hier kommt euer kleiner Countdown. Und wenn der vorbei ist, dann lösen wir auf. Ja, es ist irre, wie viele Leute mitmachen. Das ist wirklich richtig cool. Toll zu sehen. Das müsste man vielleicht auch mal, irgendwann mache ich mal ein Foto davon oder drehe die Kamera um, was hier vor mir aufgebaut ist. Und ich sehe halt, ich bin sozusagen die Quiz-Regie auch gleichzeitig hier und sehe, wie viele Antworten hier rein trudeln. Und das ist ein Meer an Einschätzungen. Und das variiert von, ich sage mal hier, was finde ich denn hier, 987 Hektar bis über 3.318 Hektar, über 1.500 Hektar und so weiter. Thomas, was würdest du schätzen? Du weißt es wahrscheinlich, oder? Ich sage jetzt gar nichts. Lass doch die Leute mal. Okay. Die Leute haben abgestimmt und wir gehen mal aufs Ergebnis und gucken uns einfach an. Bitteschön. Guck mal. Hey, hey, hey. Ja. Das ist wirklich richtig gut. Also 1522 Hektar und das entspricht auf die Größe ungefähr wirklich 25%. Das ist eine ganze Menge, machen eben in Franken, macht die Rebsorte Silvaner in Franken aus und das wussten immerhin 24%. Das sieht doch super aus. Wow. Ja, gut gemacht. Wie gesagt, für Franken eine sehr, sehr wichtige Rebsorte, die auch viele, viele Gesichter zeigen kann. Die kann man sehr geradlinig ausbauen, die kann man ins Barrique packen, die kann man auch in der Amphore ausbauen. Da kann man viele Sachen mitmachen. Wirklich eine großartige Rebsorte, die es auf jeden Fall verdient, im Weinkühlschrank zu haben oder im Weinkeller. Ja, super. Kann reifen. Also du, ich wäre sogar bei 1700 oder 1800 gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also ja, das sind jetzt Zahlen aus 2020 tatsächlich. Ja, ja. Ist ziemlich aktuell die Zahl und deswegen bin ich nicht Statistiker geworden. Ja, du. Für mich ist also ich schon gar nicht, auch nicht so, aber natürlich in dem Zusammenhang und das finde ich das Schöne, auch an diesem Format, dass ich halt schon mich auch kurz mal beschäftigen muss. Und das gibt schon irgendwie, das ist nett, dieses Background-Thema und Wissen zu haben. Und macht Spaß, damit umzugehen. Zum Schluss können wir immer wieder uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Wenn es nicht schmeckt, macht es keinen Spaß. Also. Das ist richtig, weil dann hast du dann bei all dem, wie gelobt ein Wein auch ist und wie die Kritiker wirklich ihn feiern, wenn er dir selber nicht schmeckt, dann hast du nichts davon. Und deswegen sage ich auch immer, Leute, am Ende immer gucken, was schmeckt einem selber und sich daran entlang orientieren, links und rechts des Weges ein paar Sachen probieren und dann entdeckst du Neues, aber du bleibst dir dann auch selber treu, weil sonst gibt man viel zu viel Geld aus für Dinge, die man eigentlich gar nicht mag. Absolut. Auf nach Württemberg. Genau, Geld ausgeben, ja, in Württemberg, ja genau, sind wir in meiner aktuellen Weinheimat, weil ich lebe jetzt auch seit über 20 Jahren im Remstal hier in Korb, also in Württemberg, und muss sagen, es ist wirklich faszinierend, wenn ich sehe, wie sich diese Region in den letzten wirklich 20 Jahren entwickelt und spannende Dinge hervorgebracht hat. Also dieses, was wir vorne gelesen haben, ist Trollinger längst nicht mehr, auch wenn es immer hervorragende Trollinger gibt, um dem jetzt mal hier die wirklich auch die Flagge zu halten. Aber Württemberg ist wirklich vielfältig, spannend von Landschaften. Hier sehen wir jetzt mal Hessigheim, so diese Steillagen. Wunderschön, wenn man da auch im Sommer mit dem Cabrio entlang fährt oder Rad fährt, läuft. Das liebe ich. Also wir wohnen davon so Luftlinie 30 Kilometer ungefähr, 40 Kilometer ungefähr weg. Und wir lieben es einfach. Und wir sind jetzt
Wir sind jetzt bei der Privatkellerei Storz, die in den 60er Jahren mal 2 Hektar hatten. Inzwischen irgendwie so, wenn ich es noch mal richtig notiert hatte, wirklich bis zu 70 Hektar jetzt ausgebaut haben. Sehr spannend auch. Hier sind wir nicht das, was wir eben gesehen haben. Hier sind wir jetzt in Klebronn. Das ist noch mal ein Stück, man kann sagen, jetzt West, Nord, West. Ja, so von wo wir eben waren, von der Schleife. Total spannend. Michaelsberg ist da eine der Landmarks, wo auch das Weingut auch da viele seiner Lagen hat. Auch irgendwie eine ganz tolle und spannende Geschichte, die dahinter liegt. Michaelsberg, weil da hatte irgendwie der heilige Bonifatius, der Sage nach, mit dem Teufel gekämpft. Dann ist der Michael, der Engel, ihm zur Hilfe gekommen und hat da seine Feder verloren, die seitdem da aufbewahrt wird. Und ich bin sicher, er hat mit ihm dann garantiert auch noch irgendwie ein Gläschen Wein getrunken, weil tatsächlich, das sind auch tolle, tolle Lagen, die du da findest. Und es ist auch wieder so eine Erhebung, wo dann eben auf der einen Seite hast du natürlich eine optimierte Sonneneinstrahlung, auf der anderen Seite aber auch eine Kühle, wo dann wieder kühle Luft dann den Hügel dann am Abend runterläuft und die Säure erhält. Ja, und was haben wir hier im Glas? Auch eine von den Rebsorten, die so international total trendy waren lange, also Grauburgunder, Pinot Grigio, ja, das Trendgetränk in ganz vielen italienischen Restaurants über die Zeit. Bei uns als Grauburgunder vielerorts tatsächlich auch so ein bisschen so ein Stiefmütterchen-Dasein geführt. Früher hat man dann auch den Ruhländer, da erinnerst du dich, Christoph, sicherlich auch noch dran. So, das war dann oft dann dieses wirklich etwas sehr, sehr, zum Teil sehr, sehr behäbigere und zum Teil auch noch mit so Restsüße, was dann irgendwie nicht so wirklich den Spaß gemacht hat. Aber dabei eben dann auch sehr oft verkannt wurde, was für ein tolles Potenzial tatsächlich diese Grauburgunder-Stilistiken, wenn ich da drauf achte, meinen Ertrag ein bisschen minimiert habe, gucke, dass ich ihn an den richtigen Stellen habe, wo eben Reife und Frische miteinander zusammenkommen, was es einfach für tolle Weine ergeben kann. Insbesondere das, was du vorhin beim Silvaner auch schon erwähnt hast, auch eben auch als Speisebegleiter. Mhm. Ja. Weil die Grauburgunder, die halt während die Weißburgunder, die ja immer über dieses Florale auch spielen und dieses Feingliedrige, hat der Grauburgunder schon mehr Substanz und mehr Wumms dahinter. Aber gerade die Textur, die der dann mitbringt am Gaumen, wo er dieses, auch wieder da, diese Schmelzigkeit, dieses, das ist auch mit Soßen, mit Cremigkeit im Essen also unglaublich gut harmonieren kann, sind für mich immer wirklich einfach tolle, tolle Essensweine. Auch gerade wenn sie dann nicht, dann gibt's immer noch den Ausbau, manche packen dann zu viel Holz rein, was dann auch wieder schade ist. Aber gerade wenn ich sage, ich nehme vielleicht kein neues Holz, ich nehme altes Holz, oder ich packe ihn auch nur in Edelstahl, dann hast du einfach Weine, die auch geradlinig auf der einen Seite sind, aber trotzdem eben mit dem Essen mithalten. Und ich finde, das hier ist wirklich ein sehr schönes Beispiel für einen Grauburgunder, der jetzt nicht versucht, was darzustellen, was er nicht ist, der wunderbar, also von der Charakteristik, wo es jetzt dieses Birnenfruchtige, was da mitgeht, so ein bisschen Walnuss, die dann hinten noch die Birne wieder überholt und gleichzeitig diese Schmelzigkeit am Gaumen mit dieser gerundeteren Säure, gerade was wir vorhin hatten, wo Leute, die ein Problem mit Säure und mit Säureempfindung haben, ist das durchaus auch mal was, wo du vielleicht am Ende des Tages besser mit klarkommst. Der Rusticus ist bei den Storz, wenn man mal in die Broschüre auch reinguckt, wenn man in die Preisliste reinguckt, ist bei denen so Premium-Segment, da gibt es dann nochmal Liaison, da setzen sie nochmal einen oben drauf. Aber ich finde, für einen Wein, der dann so um die 10 Euro liegen, die ja dann alle, finde ich das wirklich einen hervorragend gelungenen Grauburgunder, der gerade so zum, wo ich sage, ich habe ein geradliniges Essen nochmal dabei mit einer Cremigkeit, den ich mir da sehr, sehr gut vorstellen kann. Wie geht es dir damit? Mir geht es ganz genauso. Wir hatten eben schon mal auch in einem anderen Thema, in der Vorverkostung, das Thema Grauburgunder und warum eigentlich Grauburgunder bei vielen Sommeliers eher so ein bisschen verschrien ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Oftmals ist es im Restaurant so, da macht der Sommelier sich Gedanken und gibt euch am Tisch eine tolle Weinempfehlung und hat sich Gedanken gemacht,
welche Aromen passen dazu. Und dann wird das vielleicht für den Zuhörer, für den Gast, den das eigentlich erfrischen und unterhalten soll, wird das ein bisschen zu anstrengend. Und dann sagt er, nee, wissen Sie was, bringen Sie mir doch einfach einen Grauburgunder. Und dann ist der Sommelier natürlich ein bisschen auf Kriegsfahrt, weil der hat sich eigentlich ganz andere Gedanken gemacht. Und jetzt muss man sagen, Grauburgunder hat ja eine große Vielfalt. Es gibt Grauburgunder, das Gesicht Grauburgunder kann sehr einfach sein und sehr plump in Anführungsstrichen sein. Dann kommt er mit seiner Fruchtigkeit daher, dass, sagen wir mal, der große Siegeszug in München vielleicht, aus dem Italienurlaub, der Pinot Grigio, toll, dann wusste man auch endlich, dass Pinot Grigio auch Grauburgunder heißt und so weiter. Dann war das ganz schick, das zu trinken, weil es eben auch jedem schmeckt. Hier haben wir jetzt tatsächlich einen mit Anspruch, ne? Also die Rusticus-Linie, das Beste oder fast Beste aus dem Weingut, hat auch diese, alles, was du beschrieben hast. Also es ist eben nicht einfach beliebig, sondern das hat alle Komponenten, die man aus dem Grauburgunder rausholen kann, denke ich, ne? Auf eine sehr elegante Art und Weise. Die Frucht, dieses Nussige, und man hat die Creme, dieses Mundgefühl, und so macht es diesen Wein tatsächlich zu einem sehr, sehr großartigen Speisenbegleiter. Oder ja, weil er vor allem auch nicht. Und er versucht auch nichts darzustellen, auch da wieder, was er nicht ist, sondern das ist, das passt einfach alles. Also, das wäre jetzt ein Vertreter, den ich sehr gerne sowohl trinken wollte, als auch, das hat auch noch Saft hinten dran, macht einfach Spaß. Gut, sehr gut gelungen, Familie Storz, und das ist doch einfach toll. Was ich jetzt einfach ganz schnell schon dazu nutze, bevor wir jetzt die Frage von Sarah und Liz beantworten: Vielen Dank, ihr lieben Winzer, für diese tollen Weine. Das darf man ja gar nicht oft genug sagen, kann man gar nicht oft genug sagen. Und greift zu, ihr Lieben. Hier gibt's überall immer wieder Aktionen mit den 10% und so weiter. Tut den Winzern Gefallen, die freuen sich, und nutzt das. Also macht wirklich Spaß. Jetzt aber zu den Fragen. Sarah und Liz wollen genau wissen, was ist ein geradliniges Essen? Für mich ist es geradliniges Essen, steht sicherlich nicht im Gourmio etc., ist für mich irgendwie nicht verspielt, nicht irgendwie mit Shishi, wo ich jetzt irgendwie mit irgendwie komplexer Aromatik, sondern wo ich sage, das ist der Sauvignon Blanc meines Essens. Ja? Also habe ich, begreife ich, schmeckt so. Genau, ohne viel Firlefanz. Ja. Genau. Weiter geht's. Wir haben noch eine Frage vom Lorenz. Ist Privatkellerei was anderes als Weingut? Gute Frage. Also Kellerei, das können die Storzens bestimmt am allerbesten beantworten, aber Privatkellerei ist auch Weingut. Ich nehme an, bei Privatkellerei vielleicht, weil sie auch noch das ein oder andere nochmal dazu kaufen. Keine Ahnung, mag es auch daran liegen, aber die Frage, die gebe ich in den Chat beziehungsweise nachher in den Talk zurück. Gute Frage, aber ja. Es ist eine gute Frage, müsste ich euch zu beantworten. Genau. Vielleicht auch was Rechtliches irgendwie, ne? Manchmal ist das ja mein Haus, mein Gut, Kellerei. Ja, deswegen meine ich, glaube, das ist wahrscheinlich bei der Kellerei noch, ich kann einfach, oder ich kaufe einfach noch gewisse Dinge dann dazu. Ja, das kann sein, genau. Also Lorenz, später noch mal Fragen persönlich vor Ort sozusagen, und wir nehmen vielleicht noch eine Frage mit, bevor es dann zum großen Finale geht. Was war das Holz mit den Löchern vorhin auf dem Foto zum Weinelager? Nein, das war ein Rüttelpult. Ja. Da, wo du die Flaschen, also die Schaumweinflaschen reinsteckst und dann rüttelst, also drehst, damit die Hefe nach vorne rutscht und nachher dann die Hefe rausdekorschieren kannst. Ich glaube, das ist einfach zur Deko, sah das jetzt super aus mit den Jungs und Mädels da im Weingarten. Die Emma sei gesagt, es gibt auch noch ein, zwei Seminare, wo wir einen Sekt dabei haben und auf das Thema natürlich noch ein bisschen intensiver eingehen. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, Thomas, das haben wir doch morgen schon. Wir machen morgen mit den Deep Dive in die Burgunder. Und da gibt's auch noch Weinpakete tatsächlich, glaube ich. Man kann natürlich auch einfach so zuschauen, auch wenn man die Weine dann noch nicht hat, lohnt es sich zuzuschauen. Wir werden aufgenommen. Und ihr könntet natürlich, und das ist der Vorteil mit den Mini-Bottles, wobei das beim Sekt natürlich nicht der Fall ist, aber ihr könnt euch die Aufzeichnung natürlich auch später nochmal angucken und die Weine dann nochmal mit uns sozusagen, dann nicht live, aber nochmal moderiert anschauen. Das könnte eine Empfehlung sein. Also,
Ah ja, und hier kommt übrigens gerade, hat die Frau Storz gerade geschrieben, ja, das, was wir vermutet hatten, dass es da um die Vertrags-, also dass es um Zukauf geht. Ja, es ist also tatsächlich eine rechtliche Angelegenheit. Das ist ja in Deutschland nicht verwunderlich. Ja, ja, muss sein. Ja. Nicht nur romantische Gründe, sondern auch rechtliche Hintergründe, genau. So, ja, ihr Lieben, finale Glocke zum Quiz und das ist jetzt wirklich einfach, ja. Also das ist zum Schluss nochmal was zum Warmwerden. Ich mache den Count dann raus, Entschuldigung. Württemberg, Thomas, also da haben wir jetzt drüber geredet, das ist seit 20 Jahren deine Heimat. Die Frage ist, wo ist denn Württemberg zu finden auf dieser Deutschlandkarte, die ihr auf dem Handy natürlich ein Stück weit bewegen könnt. Und Deutschland hat insgesamt 13 Weinbaugebiete, die sind alle hier farblich markiert und ihr habt nichts, also einfach nur die Aufgabe rauszufinden, welche Farbe hat denn das Anbaugebiet Württemberg, sprich wo finden wir Württemberg. Da kann man sich so ein bisschen ranhangeln mit den Städten, die könnten da ein bisschen Auskunft geben. Ja, und vielleicht trefft ihr sozusagen ins Schwarze. Das Schwarze ist natürlich hier nicht gemeint, aber mal gucken, wie ihr euch damit schlagt. Ich sehe hier schon einige Antworten eintrudeln. Wie auch eben leite ich hier nochmal den finalen Countdown ein. Und wenn der vorbei ist, dann lösen wir auf. Viel grün sehe ich, einige rote aber auch. Wir gucken auf das Ergebnis. Jetzt kommen schon noch ein paar, also recht viele Antworten, die nehmen wir noch schnell mit. Jetzt ja, sind wir klar. Jetzt haben wir eine Viertelstunde überzogen. Jetzt. Du hast gesagt, ein, drei Viertelstunden kriegen wir niemals. Nein. Und die haben uns sowas von genagelt. Und wir bitten um Entschuldigung, liebe Winzer, ihr wartet schon im Chat, beziehungsweise im Breakout Room, wie nennt man denn das? Ja, jedenfalls, ihr wartet schon. Hier also das Ergebnis, ihr Lieben, 76%. Also, das ist wirklich richtig gut. Stuttgart hat vielleicht geholfen dabei. Und das habt ihr richtig klasse gemacht. Manchmal ist ja auch schön zu wissen, wo das herkommt, was man gerade trinkt. Und hier kommt der letzte Gong. Und was uns noch bleibt, ist ganz, ganz herzlich Danke zu sagen. Ich fange einfach schnell mal an mit dem Tschüss sagen, Thomas. Vielen lieben Dank, lieber Thomas, dir, dass ich mit dir wieder mal moderieren durfte. Und das macht großen Spaß, fühlt sich sehr authentisch an. Und wir haben ja noch ein paar Mal das Vergnügen, zum Beispiel morgen um 16 Uhr. Schaltet doch gern wieder rein. Und nutzt den Link, der euch jetzt groß eingeblendet ist im Chat, um mit den Winzern ins Gespräch zu kommen, um nicht geklärte Fragen nochmal zu äußern. Und wann immer ihr wollt, wir sind da, auch auf anderen Kanälen zu erreichen. Ihr dürft euch gerne melden. Wir sagen ganz herzlich Danke, liebe Winzer, für die tollen Weine, für das große Interesse da draußen. Wir hoffen, es war unterhaltsam. Und ich sag mal ganz lieb und dankbar Tschüss aus Berlin, wünsche ein tolles Wochenende und wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen schon wieder. Ja, danke auch von meiner Seite und auch nochmal Entschuldigung an die Winzer. Wir haben es fast nicht mit Absicht gemacht, jetzt zu überziehen, aber ich glaube, es war jetzt auch wirklich eine wirklich spannende Runde. Christoph, lieben Dank auch an dich, freue mich auch schon wieder auf morgen. Lieben Dank an euch alle auch für die Fragen und die Diskussion. Wenn es weitere Fragen gibt, schreibt uns an, ihr erreicht uns auch so auf Social. Findet ihr mich, findet ihr auch den Christoph. Und ja, und auch danke ans Team, die im Hintergrund das alles aufbereitet und vorbereitet haben. Und ja, und jetzt für alle hoffentlich noch ganz, ganz viele spannende Diskussionen jetzt endlich mit den Winzern. Sorry. Ciao. Tschüss.